Transkommunikation ist ein Sammelbegriff für alle Methoden der Kontaktaufnahme zu anderen Bewusstseinsbereichen, unter anderem auch mit dem Jenseits. Mehr als 4000 Mitglieder des VTV, Verein für Tonbandstimmenforschung, beschäftigen sich mit den Stimmen aus dem Jenseits, versuchen Kontakt mit den Jenseitigen aufzunehmen. Einer, der sich seit Jahrzehnten mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt, ist der Erkelenser Hermann Dürselen. Unser Reporter Michael Köhler begab sich auf Spurensuche, hat den Tonbandstimmenforscher besucht. Ein Friedhof wie der an der Brückstraße in Erkelenz ist ein Ort der Ruhe und Besinnlichkeit. Das Einzige, was man hier hört, ist der muntere Gesang der Vögel von den Bäumen. Dennoch behauptet der Erkelenzer Hermann Dürselen, die Schattenwelt sei nicht stumm. Die Jenseitigen kommunizieren mit den Irdischen, man muss sie nur rufen. Und sie erklingen, die Stimmen aus dem Jenseits. Herr Dürselen, Sie haben ein nicht ganz so gewöhnliches Hobby. In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich mit dem Jenseits, genauer gesagt mit den Stimmen aus dem Jenseits. Was muss man sich darunter vorstellen? Die Stimmen aus dem Jenseits sind physikalisch nicht erklärbare sprachliche Äußerungen auf Tonträgern, auf zuvor gestellte Fragen. Das hört sich ja alles sehr spannend an. Können wir uns das einmal bei Ihnen anschauen? Ja, natürlich. Ich lade Sie gerne ein zu mir nach Hause. Und da können wir dann ein paar Tonbandstimmenbeispiele anhören und eine Probedemo machen. Hermann Dürselen erzählt mir, dass er sich schon seit frühester Jugend für das Paranormale interessiert. Die Vorstellung, dass der Tod das Ende der menschlichen Existenz sein soll, lässt ihm keine Ruhe. Entdeckt sei das Stimmenphänomen von dem schwedischen Opernsänger und Maler Friedrich Jürgensen Ende der 50er Jahre, als dieser mit seinem Tonbandgerät Vogelstimmen aufzeichnen wollte und dabei auf der Aufnahme Stimmen entdeckte, die ihn mit seinem Namen ansprachen. Herr Dürselen, jetzt stehen wir quasi mitten in Ihrer Kommunikationszentrale, Ihrem Wohnzimmer. Hier rufen Sie die Verstorbenen. Wie muss man sich das vorstellen? Ein einfaches Hallo reicht doch da bestimmt nicht aus. Nein, das tut es mit Sicherheit nicht. Und zeige ich Ihnen mal ganz gerne an meinem Computer, wie ich da vorgehe mit den entsprechenden Programmen. Ja, um Tonbandstimmen einzuspielen, benutze ich ein Audioprogramm, mit dem ich ein russisches Stimmengemisch einspiele, das von einem externen Programm zerhackt wird und rückwärts abgespielt wird. Und ja, so könnte sich dann eine Stimme anhören oder so hört sich eine Stimme an, die ich eingespielt habe. Wir kommen im Wohnzimmer. Jetzt habe ich es auch verstanden, Herr Dürselen. Können wir die Jenseitigen jetzt auch mal rufen? Ja, das können wir gerne machen. Ich rufe dann meine Freunde in der geistigen Welt und bitte um Kontakt. Hier spricht Hermann Dürselen. Wir haben heute ein Fernsehteam hier zu Gast von MyRegio TV und möchten eine Einspielung machen. Es wäre nett, wenn ihr euch diesbezüglich melden könntet. Jetzt haben wir 30 Sekunden die Audiospur aufgenommen. Ob uns die Toten geantwortet haben, gleich werden wir es wissen. Nach erfolgter Aufnahme der Audiospur hört der Tonbandstimmenforscher immer und immer wieder akribisch das Band ab, sucht nach versteckten Hinweisen der Jenseitigen. War da etwas zu hören, was sich nach einer Stimme aus dem Jenseits anhört? Also ich höre irgendwas von Grüßen. Ja, da haben Sie richtig gehört. Die Stimme sagt, Grüße sind angekommen, glaubt mir. Herr Dürselen, kann man eigentlich jeden Toten rufen, also auch Prominente? Und wenn ja, was fragt man die dann? Ja, grundsätzlich kann man natürlich jeden Verstorbenen ansprechen. Nur die Frage ist halt, wenn ich jetzt eine berühmte Persönlichkeit anspreche, die auch nie Kontakt zu mir hatte im Leben, aus welchem Grund sollte die mit mir kommunizieren? Also das glaube ich kaum. Und was fragt man? Man kann natürlich alles fragen, was man möchte, was einem auf der Seele brennt. Nur diesbezüglich die Antworten immer zu erhalten, ist natürlich immer etwas schwierig. Gibt es einen Lieblingstoten, mit dem Sie sich einmal gerne unterhalten wollten? Nein, grundsätzlich interessiert mich nur das Phänomen, um zu beweisen, es gibt ein Leben nach dem Tod, dass wir das beweisen können und den Menschen näher bringen können. Also hat mit Lieblingstoten überhaupt nichts zu tun. Wer kommt zu Ihnen? Wer nimmt Ihre Hilfe in Anspruch?
Ja, da ich auch Anlaufstelle im VTF bin, melden sich natürlich auch von Zeit zu Zeit Angehörige von Verstorbenen und bitten um Hilfe, ob ich dementsprechend eine Einspielung machen könne, um Kontakt zu ihren Verstorbenen aufzunehmen. Tonbandstimmenforschung, Stimmen aus dem Jenseits. Ein ernstzunehmendes Phänomen oder alles nur eine Sinnestäuschung? Was sagt die Kirche dazu? Das möchte ich von Herbert Busch wissen. Er ist Referent und Berater für Religion und Weltanschauungsfragen des Bistums Aachen. Herr Busch, was denkt die Kirche über das Phänomen der Tonbandstimmenforschung? Alles Lug und Betrug oder könnte doch was dran sein, dass die Jenseitigen Kontakt aufnehmen wollen mit der irdischen Welt? Ja, so einfach ist die Antwort nicht. Die spiritistische Antwort würde ja lauten, ja, wir können mit dem Jenseits Kontakt aufnehmen. Und da frage ich mich, was machen wir mit den positiven oder negativen Botschaften? Wie leben wir damit? Die psychologische Antwort, die ich persönlich bevorzuge, ist, unser Gehirn konstruiert aus zufälligen, möglicherweise durch Überreichweiten von einem Radiosender entstehenden Sätzen eine stimmige Antwort. Das würde nur ein Problem sein, wenn es den Menschen Angst macht. Für die Kirche ist das nur von Bedeutung, wenn solche Botschaften den Glauben betreffen. Dann wäre es wichtig, was machen die Menschen damit, ne? Und es wäre wichtig, ob es die kirchliche Lehre betrifft. In jedem Fall würde ich, bevor jemand Schwierigkeiten kriegt, eine Beratungsstelle für Religions- und Weltanschauungsfragen aufsuchen und sich dort unterstützen und dort um Unterstützung bitten. Egal, wie wir die Stimmen aus dem Jenseits auch erklären wollen, es bleibt mystisch und zuletzt auch eine Glaubensfrage.